Genau. Ja, Alpen Süd erklärt uns und vor allem unseren Kindern die Weihnachten in einer extra Broschüre. Aldi Süd hat sich entschieden, eine gedruckte Broschüre rauszugeben in dem Format, wie ihre Kataloge auch immer sind, diese wöchentlich erscheinenden Sonderangebotskataloge. Und in dieser Broschüre für Kinder wird also erklärt, was Weihnachten ist, wie das geht, was es damit auf sich hat. Die einzelnen mitwirkenden, mitspielenden Figuren werden erläutert. Und in dieser ganzen Broschüre ist gar kein einziges Produkt beworben. Also da geht es wirklich nur darum, es gibt Bastelanleitungen, Liedtexte mit Noten zum Mitsingen und wunderbare Geschichten und Tipps und Tricks. Aber es ist tatsächlich komplett ohne Werbung, außer dass natürlich hinten und vorne Aldi draufsteht. Aber es ist irre, mit welcher Liebe und Hingebung Aldi da an unsere Kleinen denkt. Und man fragt sich schon so ein bisschen, wie das zustande kommt. Also ich habe versucht, das zu bekommen bei Aldi, aber leider gab es das nicht. Es gibt es aber online, diese Broschüre. Die kann man sich online angucken und vielleicht findet ihr die ja in eurem Aldi ausliegen. Nehmt sie euch mit und genießt. Ja, und wem die Broschüre nicht genug ist, der kann auch, oder für die Kinder und den Nachwuchs, der internetaffin ist, mit Smartphone kann man auch Aldis Internetseite besuchen. Und da gibt es sowas wie eine Microsite oder so einen ganzen Unterbereich der großen Aldi-Webseite, wo diese Broschüre drin vorkommt, aber auch noch mehr. Also das ist ein ganz großes Thema anscheinend für Aldi und die widmen da viel Webspace und eine eigene gedruckte Broschüre dem Thema Weihnachten. Wie ist das mit Weihnachten? Wollen wir das eigentlich abschaffen oder... Wie stehen wir dazu? Wir drei? Ja, wir drei. Mhm. Was willst du denn da abschaffen? Ich meine, was willst du denn da abschaffen? Die beiden Feiertage. Ja, man abschaffen. Ja, überhaupt, dass es ein Thema ist, dass man die Wohnung entsprechend schmückt, dass man sich vielleicht ein Geschenk schenkt. Also ich stehe zu Weihnachten so ähnlich wie zu Sonntagen. Ich finde das eine gute Einrichtung, die Sonntage, weil ich das für sinnvoll erhalte für eine Zivilgesellschaft, dass einen Tag alle gleichzeitig frei haben. Da kann man was mit seinen Kindern machen und sich unterhalten und auch mal Gedanken machen über irgendwas, was nichts mit der Arbeit zu tun hat. Und ich finde, das kann man auch begründen, ohne einen religiösen Background zu haben, dass das Sinn macht. Und so ähnlich sehe ich Weihnachten, wenn es einmal im Jahr irgendein Fest gibt, an dem die ganze Familie sich trifft und was zu essen kocht oder was weiß ich. Oder man fährt halt Verwandte besuchen in München oder wo auch immer. Finde ich nicht schlimm, finde ich, kann man machen. Okay, und weglassen müsste man dann die Weihnachtsgeschichte, Engelchen und so weiter, alles, was sich dann mit Religion beschäftigt. Und einen Familientag draus machen oder einen Jahresendtag oder sowas. Ja, sowas. Mhm. Ja, es gibt Leute, die feiern Festivals, ne? Die stellen einen Turm aus Bierdosen auf und sagen, das ist der Festivus-Pole, um den dann die Geschenke gelegt werden. Und was natürlich auch viele Christen nicht wissen, aber die meisten von uns schon, ist natürlich, dass die Christen da einen bestehenden Tag genommen haben und über den ein christliches Kondom gezogen haben. Das ist ja die alte Sonnenwendfeier, die ist dann im julianischen Kalender, die Wintersonnenwende, die ist jetzt, glaube ich, am 21. Dezember. Die ist einfach durch den julianischen Kalender, der ja nicht ganz exakt war, ist einfach ein paar Tage verrutscht. Nachdem sie das Datum festgelegt haben, und das haben die halt genommen. Und ich meine, der Tannenbaum ist, was ist daran christlich? Er ist genauso christlich wie der Osterhase, nämlich gar nicht. Das sind halt heidnische Symbole. Und obenauf haben sie halt ein christliches Engelchen gesetzt. Das ist ja... Ist ja ein ganz gutes Beispiel dafür, dass man so, das ist schon da, Dings obendrauf, das gehört jetzt uns. Man kann auch dran pinkeln. Genau, der alte Trick. Wenn es Hunde wären, hätten sie dran gepinkelt. Sind aber Christen. so steht das tatsächlich auch in dem Aldi-Heftchen drin, ne? Dass ja, der Weihnachtsbaum so tatsächlich so da reingekommen ist. Also ich finde halt interessant bei solchen Diskussionen, ich meine, jetzt geht es halt um Aldi kurz, also ist vielleicht noch ein anderes Thema, aber was behält man davon? Und so ganz konkret, wenn wir halt sagen, wir wollen nicht den Feiertag vermischt haben mit Religiösem, was behält man davon und was möchte man entsprechend abschaffen? Weil natürlich so ein Tag zu haben und sich vielleicht darauf zurückzubesinnen, was eben ohne die Religion da noch relevant ist und gewisse Geschichten, die vielleicht aus einer Tradition herauskommen, ich glaube, das ist schon was so ein Fest auch ausmacht.
Und was es vielleicht unattraktiv macht für den Humanismus, wenn man jetzt sagen würde, wir wollen das abschaffen, damit spielen ja auch die Religionen, wir hatten vorher das Thema, ne, damit spielen die ja oder damit argumentieren sie ja, wir schenken euch die Feiertage, sie argumentieren auch damit, wir schenken euch die tollen Geschichten. Also was wäre, deswegen ganz konkret, würde mich mal interessieren, wie feiert man dann Weihnachten und Wursti, das Wurstifest, fand ich lustig, aber ich weiß nicht, ob es das tatsächlich ersetzen kann. Was feiert man dann, wenn man die Religion da nicht mehr dabei hat? Aber also, ich finde das auch überzeugend zu sagen, eben sowas wie den Weihnachtsbaum gibt es vielleicht noch, ne, weil der eben das, ich weiß, wie steht's denn hier? Irgendwie, weil das was mit dem Jahresende zu tun hat zum Beispiel, ne? Oder auch andere Geschichten werden dann erzählt. Ist halt die Frage, was dann noch übrig bleibt oder ob man was Neues braucht. Ja, ich sehe das hier auch wieder wie den Sonntag. Also wie man den Sonntag begeht, ist ja auch jedem freigestellt. Die Kirche sagt halt ja, okay, ihr müsst Zeit haben, um in die Kirche zu gehen, aber ich gehe ja nicht in die Kirche. Also ich finde aber trotzdem den Sonntag schön und mache da Sachen. Das denke ich mir halt selber aus. Und so kann man das zu Weihnachten auch machen. Wenn man irgendwie den Weihnachtsbaum schön findet, okay, aber also man... Ob man sich jetzt eine Krippe da drunter stellt mit den Jesusfigürchen oder nicht? Ich meine also... Ja, die braucht man jetzt ja nicht unbedingt. Eben, genau, das meine ich ja. Also ich habe kein schlechtes Gewissen damit, Weihnachten als Familienfest zu feiern. Ich wüsste auch nicht, warum. Das ist ja nicht deren Fest. Weder haben sie das noch erfunden, noch selbst wenn sie es erfunden hätten, hieß es, dass es ihnen exklusiv gehört. Und wenn ich noch was zu dem Sonntag sagen darf, die Idee, dass die Kirche den freien Sonntag erfunden hat, ist eine Täuschung, die auch bewusst benutzt wird. Den freien Sonntag haben die Gewerkschaften im 19. Jahrhundert durchgesetzt. Cool. Die Kirche, alles, was die Kirche gesagt hat vorher, die 1500 Jahre, ist, dass die Leute sonntags morgens Zeit haben müssen, zur Kirche zu gehen, zur Messe zu gehen am Sonntag. Das heißt, die Leute sind sonntags morgens wahrscheinlich eine Stunde früher aufgestanden als sonst. Damit sie vor der Arbeit noch zur Messe gehen konnten. Oder schlechtes Gewissen droht. Und das Wochenende und den Sonntag, das hat schlechtes Gewissen. Kerker wenn man, droht. Ja. Im besten Fall. Und dann das Wochenende und auch den freien Sonntag, das haben wir damals in den Gewerkschaften zu verdanken. Und jetzt so zu tun, als sei das christlich. Und wenn ihr keine Christen seid, müsst ihr aber arbeiten, Badge. Das hört man ja, also bei sehr naiven Gläubigen hört man das ja oft, aber all unsere Feiertage. Also ich kann das aus den USA berichten, da gibt es, ich glaube, es gibt in Deutschland, ich glaube, je nach Bundesland 11 bis 13 Feiertage. Und in den USA gibt es, glaube ich, 10 Feiertage, ich bin nicht ganz sicher. Und bis auf die beiden Weihnachtstage sind das alles säkuläre Feiertage. Da gibt es den President's Day, den Veterans Day, den Memorial Day und so weiter und so fort. Ja, das ist doch super. Kann man also auch so. Man kann klar, dass man das machen kann. Ja. Also so zu tun, als ob das hat andere Nachteile, also dass die Leute jetzt, wir danken all den toten amerikanischen Soldaten dafür, dass wir einen freien Montag am Strand verbringen können. Das ist ähnlich absurd, wie wir danken Jesus für sein Opfer. Oder für seine Geburt. aber das muss man nicht so regeln. Und es gibt ja auch immer noch, wenn die Leute, ich habe diese Diskussion früher manchmal gehabt, wenn die Leute sagen, ja, aber wenn ihr keine Christen seid, dann verdient ihr auch keine Feiertage. Ha! Dann kann man noch sagen, ja gut, dann tauschen wir halt die sagen wir mal, 11 Feiertage gegen 11 zusätzliche Urlaubstage. Und die Christen können dann büßen und beten, wenn sie möchten und sich dann Karfreitag ganz doll schämen. Und ich hänge mich halt in die Hängematte, wenn ich möchte. Ja, ich habe auch schon mal überlegt, man kann auch weil die Christenfeiertage, die wandern ja so ein bisschen auch, ne? Das könnte man ja auch alles simulieren mit weltlichen Feiertagen. Man könnte so ein Würfelsystem erfinden, dass der ein oder andere Feiertag irgendwie so wild hin und her springt, weil manchmal sind es ja Sonntage, manchmal sind es Wochentage, auf die das dann fällt. Und in Österreich ist das, oder Russland zum Beispiel so, wenn ein Feiertag auf den Sonntag fällt, wird er an dem danach folgenden Montag nachgefeiert und so weiter. Also das gibt es ja tausend Systeme, die man sich da installieren könnte, ne? Ich bin nicht sicher, ob das ein echter Vorteil wäre, ein echter Fortschritt wäre, aber... Wird also, in England auch so gemacht. Naja, wir haben Weihnachten erfunden, deshalb gehört es uns, das zieht nicht. Weder habt ihr Weihnachten erfunden, noch gehört es euch. Das ist so ähnlich, wie wir die christlichen Kirchen behaupten, dass sie die Ehe erfunden hätten und deshalb gehört die ihnen jetzt und sie dürften bestimmen, wer aus welchen Gründen heiraten darf und wer aus welchen Gründen nicht.
Und wir hatten ja festgestellt, dass Papst Franz sagt, die meisten Ehen sind sowieso ungültig. Genau. So weder habt ihr die erfunden, noch gehören die euch. Das ist also eine absurde Vorstellung, dass die Leute früher nicht geheiratet hätten, bevor sich die katholische Kirche überall verbreitet hat. Aber die Leute akzeptieren das. Wenn man so fragt, wie Martina fragt, und wenn man nicht ständig das erklären kann, dann glauben die Leute das und werfen einem das vor. Dann zum Abschluss vielleicht noch ein kleines Zitat aus dem Aldi-Katalog über Weihnachten. Die Weihnachtskrippe, wer ist wer, wir erklären es dir. Nummer 1, Maria und Josef. Maria ist die Mutter von Jesus. Vor über 2000 Jahren machte sie sich zusammen mit ihrem Mann Josef von ihrem Dorf Nazareth aus auf den Weg nach Bethlehem, weil sich dort alle Menschen in eine Steuerliste eintragen lassen mussten. Maria war zu der Zeit hochschwanger. Das steht da so als Tatsachenbeschreibung? Ja, das wird nicht als Geschichte dargestellt, sondern so, okay, das Kind fragt, wer ist Maria? Ja, Aldi antwortet. Schön. So ist es. Und so ist der ganze Katalog. Dann wird einem beigebracht, Anleitung Nikolausstiefel. Du brauchst Gummistiefel, Stoffreste, Servietten, Geschirrtücher, Klebebuchstaben, weihnachtliche Deko. Und dann kommen drei Punkte, in denen man lernt, was damit zu tun ist. Dann gibt es hier Liedtexte. Dann gibt es eine tolle Idee zu einem verrückten Familienfoto, in dem sich der Vater ein Hirschgeweih aus Stoff aufsetzt und die Mutter eine Nikolauskappe und das Kind einen Bart und so weiter und so weiter. Ich werde nie wieder bei Aldi einkaufen. Schön. Ja, aber ich meine, das ist, ich weiß nicht. Das ist albern. Aldi macht halt solche Sachen. Ja. Ich bin auch nicht entsetzt, aber, warum? Aber es ist schon etwas albern. Ich bin nicht entsetzt, aber es ist albern. Weihnachten ist das Fest des Konsums und bei Aldi wird dann fair eingekauft. Das stimmt, genau. Natürlich. Ich glaube, mehr ist da nicht dahinter. Ganz genau. Ich glaube nicht, dass die jemanden bekehren wollen. Das Weihnachten ist schon lange säkularisiert. Weihnachten ist schon lange säkularisiert. Ja, das stimmt, du hast recht, jetzt fällt es mir auch auf. Mir fällt nämlich gerade ein, Weihnachten ist nicht nur säkularisiert, sondern auch kommerzialisiert. Und das merkt man daran, dass jedes Jahr regelmäßig in den Nachrichten vorkommt, die Berichte darüber, wie der Einzelhandel jetzt Weihnachten erlebt. Und dann werden immer so, der Zeigefinger wird ausgepackt und sagt, ja, also dieses Jahr liegen die Weihnachtsumsätze ja deutlich unter den Erwartungen des Einzelhandels. Und man wird mittlerweile halt nicht mehr zum guten Christen erzogen, sondern zum guten Konsumenten. Das ist das höchste Gut. Ja, das stimmt. Das müssten die Schulen eigentlich auch übernehmen. Werde ein guter Konsument und du wirst glücklich. Ich glaube, wir sind schon dabei. Ja. Schön.